Also gerade in der jetzigen Zeit natürlich ein ganz großes Thema. Nachhaltigkeit hat primär was mit Transparenz natürlich zu tun. Ich denke, das hat in der Vergangenheit gefehlt, dass man sich nicht wirklich überlegt hat, in was investiere ich. Und wir machen das im Beratungsprozess, dass wir ohnehin fragen, in was wollen Sie investieren, in was wollen Sie nicht investieren. Und prüfen das auch nach. Das heißt, es passiert nicht nur jetzt im Verkaufsprozess an sich, sondern eben auch jährlich in den Folgegesprächen und haben einen großen Zulauf. Das heißt, das Thema ist sehr aktuell und gerade jetzt auch ein Pionier oder einer der aus der ersten Stunde Anbieter haben natürlich jetzt da einen großen Zuwachs. Konkret in Zahlen 40% haben wir als Versigo insgesamt Zuwachs. In Freiburg ist es deutlich höher. Das hängt natürlich vom einen vom Publikum ab, zum anderen auch, dass wir erst seit 2 Jahren jetzt hier die Filiale eröffnet haben. Also ich werde deutlich über 100% Zuwachs haben im Vergleich zum letzten Jahr. Also unser Vorteil ist ja, dass wir wirklich den gesamten, also jeden Kunden bedienen können. Wir bieten ja auch so beispielsweise eine Riester-Rente an, wo man mit 15 Euro im Monat als Minimum einsteigen kann auf ökologischer Basis. Bis hin natürlich zum Kunden, der auch mal ein 6-stelliges Vermögen mitbringen kann. Es geht querbeet, also es ist, wir sprechen da jeden Kunden an, man kann es also gar nicht klassifizieren, dass man sagt, okay, mehr Männlein und Weiblein, mehr Gutverdiener, Schlechtverdiener, natürlich schon Menschen, die sich insgesamt bewusst entscheiden. Also wir haben jetzt die schöne Erfahrung gemacht, nach den Rückgängen, dass es doch sehr viele Anleger gibt, die das positiv als Chance begreifen und die günstigen Kurse nutzen. Und ist klar, man ein Anleger, der jetzt in den Fonds investiert, der 30, je nachdem bis zu 40% Verlust gemacht hat, der hat ja einen anderen Sicherheitsbegriff. Ich würde nie behaupten, dass ich jetzt nicht sicher anlegen will. Es hat da immer was mit der Laufzeit zu tun. Und wir haben keine Investoren auf ein Jahr Laufzeit, sondern immer auf Minimum 5 Jahre. Da spielt Sicherheit eine Rolle, aber man erwartet vor allen Dingen auch eine gute Rendite. Und ich denke, das ist mit nachhaltigen Investments gegeben.